Wenn ein Supermodel Kuchen austeilt und das Theater aufspielt, dann muss es dafür einen besonderen Grund geben. Und den hatten die Rödermarker auch. Mit einem viertägigen Fest wurde die Einweihung des neu gestalteten Ortskerns in Oberroden gefeiert. Pünktlich zur Einweihung des neuen Marktplatzes waren die Bauarbeiten größtenteils abgeschlossen worden. Woher in Zeiten Klammerkassen das Geld kam, erklärte der erste Stadtrat Alexander Sturm. Ja, das, was wir heute hier einweihen, hat Geld gekostet. Es hat viel Geld gekostet, nämlich ca. 1,1 bis 1,2 Millionen Euro. Die Abrechnungen stehen noch aus. Der überwiegende Teil wird aus dem Konjunkturpaket finanziert. Das ist für uns günstiges, aber es ist kein geschenktes Geld und auch das ist letztlich Steuergeld. Nach der Segnung des Platzes durch die Oberrodener Pfarrer schnitt dann Germany's Next Topmodel Jenny Hof die Festtagstorte an. Aber sind alle Rödermarker mit der Neugestaltung zufrieden oder haben sie Bedenken? Ich denke, dass es für den Rahmen dieser Feierlichkeiten, die gerade stattfinden, glaube ich, ein sehr schöner Platz ist. Eine sehr schöne Möglichkeit, mal im Ort Festivitäten zu feiern. Ob sich das im Alltag bewährt, wie es ja auch die Gewerbetreibende sich erhoffen hier, das wird sich zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch den einen oder anderen Unmut auch noch geben wird. Alles in allem scheint der neu gestaltete Ortskern aber bisher gut anzukommen. Für Feste ist er in jedem Fall erfolgreich erprobt worden.